Mehr Stein. Steine? Mehr Steine. Bisschen aus Spitzen Stein gestolpert, wa? Ja, für mich mehr so Bäume aufploppen irgendwie. Muss wohl ein Stinktier. Stehen denn eigentlich momentan noch andere Projekte an? Also ich überlege gerade. Blood Bowl. Der Couch TV? Blood Bowl. Ich meine, ja, Blood Bowl, ja, das gibt's ja schon. Die letzte Folge noch, als wir aufgenommen haben, da wo du nicht zugehört genau. hast, gesagt, ja, dass nein, doch, Heroes doch, das hab ich ja mitbekommen. Da, ja, das mehr wird nicht verraten. Mehr wird, geheim. Ja, es war eigentlich für den kurzen Abstand jetzt auch schon mal genug Upcoming Features. Ja. Ton im Intro wäre noch super als Upcoming Features. Ton im Intro wäre awesome, ja. Das wäre mal richtig was, ey. Aber leider fehlt uns der Komponist dafür. Ja, beziehungsweise hat er keine Lust. Das ist auch die Wahrheit. Der Cruzy Ray. Aber das war's dann auch erstmal mit dieser Folge wieder. Wir haben genug hier jetzt Holz abgebaut. Und Features verraten. Wobei, den Baum hier reiß ich noch ab. Was? Der Baum? Der Baum fällt. Oh mein Gott. Gar nicht wahr, da ist kein Tree-Filler drauf. Ja, der ist gerade so von oben nach unten eingefallen in meine Tasche rein. Das war's dann für jetzt, für diese Folge. Bis dann, ciao. Ade. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Minecraft Mod Sammlung Together mit Ricky Skunk, Xas und mir, Yaki. Immer noch Mauer bauen, immer noch irgendjemandem zuhören von Google. Ja, ich. Und ja, ich platziere Fackeln auf dem Boden und wir haben den Plan, in der nächsten Nacht bei Lava Farm zu gehen im Nether, Ricky und ich. Nether. Ja. Und damit geht's jetzt weiter. Yay. Viel Spaß. Hat Ricky seine Mauer repariert hier, die er zerstört hat? Nee, bin ich jetzt gerade unterwegs. Ich baue die eh wieder falsch zusammen wahrscheinlich. Ich habe auch gar keine Treppen. Das ist blöd. Ich hoffe mal, dass sie so aussah. Ach, und Dings habe ich auch keinen. Kobbel. Ich bin ja schlecht vorbereitet. Machst ja noch große Mauerreparateur und dann sowas, ey. Ah. Ausleuchtende Nacht hat einen Vorteil, muss ich gerade mal feststellen. Ich weiß, wo dunkle Stellen sind. Ja, gut. Xas, ja? Hast du Kobbel und oder Treppen? Und oder? Ja. Ja, hab ich. Ja, kommst du mal vorbei? Du bist gerade an mir vorbei geflogen. Ture. Was kommt denn jetzt dahin? Ich glaube, dass ich keine Ahnung habe. As you always, as usual. Apropos keine Ahnung haben. Nee, lass mir das. Würde wieder geflamed. Ja, zu Recht. Hier fehlt noch eine Treppe. Nicht nur da. Ups. Hä? Hm? Du hast gerade einen Halbstep hingesetzt und eine Treppe hingehört. Okay. Upsala, das war doch richtig. So. Ist wieder ganz. Noch nicht? Nein? Reparierst du gerade noch, du halt. Wo fehlt denn da noch was? Ja, jetzt ist ganz. Aber noch nicht da, wo du es gesagt hattest. Mir fehlt auch noch was. Übrigens voll ärgerlich, wenn wir. Wenn die Mauer aber beschädigt werden sollte, dass wir dann wieder überlegen müssen, wie das Pattern ist. Ich glaube, die Referenzmauer müssen wir auf jeden Fall aufheben. Mal. Warum? Wir können doch irgendwo links oder rechts ja, daneben. Ja, aber so als, weiß ich nicht, so Erinnerungsstück. Naja. In einem Museum stehen. Hündchens! Nein, dafür ist noch nicht spät genug für die Scheiße.
Aber Hühnchen. Nein. Ich hoffe nicht, dass du irgendwann mal auf mich losgehst und Hühnchen scheißt, ne? Hühnchen, ich seh dich! Aber ich habe ja gar kein Hühnchen-Skin mehr. Nee? Fällt mir gerade ein. Ach, stimmt. Wir brauchen noch Marble. Okay. Viel? Haben wir keinen mehr? Das stimmt, oben muss auch nochmal komplett rund. Nee, aber unten fehlt's auch noch, oder? Nee, unten ist komplett. Komplett? Ja. Unten müsste ich überall hingesetzt haben. Turkey! Das ist mit mehr Imbrunst sagen, glaube ich, so wie du. Im Fliegen sehe ich die Hühnchen schon viel von weiter dann weg. Dann braucht jemand... Irgendjemand muss Holz reinsetzen. Jo, erstmal müssen wir Holz farmen. Wir können doch das Dings nehmen, oder nicht? Was ich gehackt habe? Geht das nee, nicht? Nee, das ist doch blöd. Du hast das Redwood. Ja, aber das sieht von unten, glaube ich, genau gleich aus, nee. Wenn ich mich nicht täusche. Auf keinen Fall. Wo ist denn das? Ach da. Das ist nur so ein halber. Das sind nur zwei Seiten mit Rinde. Ja, aber wir legen die sowieso auf die Seite, oder nicht? Ja, aber dann siehst du das ja doch. Ach ja, stimmt ja, du siehst ja den Ränder von unten. Ja, hast recht. Toll. Kann ich meinen Jetpack mit dem Bedpack aufladen? Irgendwie? Nee. Ja doch, wenn du ein Bett, wenn eine Battery Box vor dir steht, dann kannst du beide reinpacken. Oh, jetzt gerade zufällig nicht dabei. Wir brauchen ein Lagersystem. Wobei, mit Michi ist das eh sinnlos befreit. Was? Also nur ein automatisiertes Lagersystem, ja. Das ist mit Michi sinnvoll. Zwar ein vollautomatisiertes. Ja, egal wo er was hintut, es muss sortiert werden. Ich suche eine Axt. Ich suche eine Axt. Haben wir einen Laser? Nein. Hast noch keinen gebaut? Nein, brauchen wir einen? Jo. Immer. Wofür? Ja, gut. Zum Farmen. Zum Farmen. Ich hab letztens auf unserem Server mit dem Laser Holz gefarmt. Das ging gut. Hälfte brennt zwar dabei ab, aber egal. Ja, Wayne, die Redwoods, weißt du, wie schnell die weg waren? Ich hab viermal geschossen. Vielleicht nehme ich mir auch Setzlinge noch mit und... Bone. Da sind Bohnen. Prinzipiell könnte sich ja auch mal jemand in die Farm stellen, Bohnenfarm. Brauchen wir denn Bohnen? Bones. Ach, Bones. Die Bohnen. Wo sind denn die Setzlinge? Vom Redwood oder was? Nee, von anderen. Ah, keine hier. Ahnung. Spruce, da ist es. Flieg, Vöglein, flieg. Ah, der Vögel fliegen hoch. Hui. Ich lade mein Jetpack auf. Das dauert ewig. Glückwunsch. Danke. Was du ja machen kannst, Ricky, was relativ gut ist, finde ich persönlich, du baust dir meine Sichel noch. Hast du mir ja gezeigt. Und ich habe mich da ziemlich dran gewöhnt, dass ich immer erst die Blätter weghacke und dann das Holz fälle, weil das viel leichter geht, finde ich. Kommen da mit der Sichel auf Saplings raus? Ja, und zwar massenweise. Richtig viele. Und eine Kettensäge vielleicht sogar. Ja. Kettensäge ist auch nicht schneller. Die ist nicht schneller, aber die verbraucht halt EMC. Ja. Ja, EMC, genau. Ja, als ich versprochen, der Spaß. Ja, als mal. Ist der doof. Ja. Zeigen wir mit dem Finger auf ihn und lachen ihn aus. Ja, ah, gut, das kennst du ja. Die Schule. Ja, eben. Nein. Eigentlich nicht. Ja. Was ist los? Sichel gebaut. Ja. Kannst du auch gleich mal die Funktion zeigen von einer Sichel, falls das Leute noch nicht gewusst haben? Ist, denke ich mal, einleuchten, was die macht. Ein 3x3-Feld macht die gerade alle Leaves weg. Und es kam genau... kaum Saplings raus. Genau kaum welche.
Ja, Spruce Wood verliert doch auch nicht so viel, oder? Ja gut, okay, das, ja, weil die ja, aber hier liegt eben allgemein recht wenig. Aber denk dran, dass der Autostacker ja dabei ist, ne? Also das ist, wenn da nur ein Zeppelin liegt, dann sind das trotzdem vielleicht mehr. Ja, das sind wenig nützlichen neuen Features von Minecraft. Ja. Ja, ein Feature, was halt auch lang überfällig war. Weil es das auch schon ewig implementiert gab und wir hätten es einfach nur wieder gut kopieren müssen, ne? Genauso wie Moes Pferde-Creature-Dinger da. Ja. Mal schauen, wie die Originalpferde dann aussehen. Die sehen genauso aus wie die von Moes Creatures. Die sind ja, haben ja zusammengearbeitet irgendwie da. Okay. Da hat Minecraft, also Mo Young, wohl eingesehen, dass sie unfähig dazu sind. Ja, ich meine, wieso aus Rad neu erfinden? Ich meine. Ja, habe ich glaube ich letztes Mal schon in den letzten Aufnahmen. Lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht, ja. Ja. Nein, die müssen es ja nicht mal in dem Sinne kopieren, weißt du? Die müssen dem ja nur so, hier, ja, wir wollen das und. Ja, sie dürfen, die haben so das Recht, alles zu nehmen, was sie wollen, was an Mods existieren. Eben. Das ist ja der Disclaimer gewesen. No. Müssen sie es halt nur gut umsetzen dann oder gut kopieren, einfügen. Oder die machen einfach eine Mod-API endlich mal. Ah. Ja, eine Mod-API würde auch ganz neue Tutorial-Reihen eröffnen. Aber. Was ein Pech, dass du sie nicht aufnehmen kannst, weil ja keine Mod-API. Nein, das ist nicht. Ich werde jetzt auch bald starten. Ich kämpfe gerade mit mir nur noch. Ich habe jetzt irgendwie schon ziemlich viele Ideen für Projekte und kann mich gerade noch nicht so entscheiden, was jetzt am sinnvollsten ist zu machen. Willst du mal so ein bisschen durchgehen, was für Ideen du hast? Oder hast du geil. Ja, so hat auf jeden Fall was mit hier, also so Zeichen und Buchstaben zu tun. Ja. Also die meisten Ideen basieren prinzipiell immer auf Java. Ja? Ja, ich dachte jetzt eigentlich, dass du Minecraft Mod Tutorial machen würdest, ein anständiges. Ja! Oder das ist eine der Ideen. Also, ich habe diverse Ideen. Man kann ja auch andere schöne Dinge in Java machen. Perverse Ideen, ne? Oh ja. Die hat er immer. Nee, ich meine, Idee 1 ist halt ein Bucket Tutorial. Nochmal ein bisschen. Ja. Ausgefächert, im Gegensatz zu vielen anderen, die einfach nur so einen Einstieg zeigen, sondern, sag ich mal, doch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Aber da ja früher oder später halt die Mod-API kommt, ist das ein bisschen demotivierend, das anzufangen. Und deswegen habe ich mir aber auch schon andere Java-Projekte überlegt, die teilweise auch gar nichts mit Minecraft zu tun haben. Was? Etwas, was nicht in Minecraft zu tun hat. Blasphemie. Blasphemie, ja. Also einfach, um auch in den Channel mal ein bisschen neue Luft reinzukriegen, außer Minecraft. Langweilig. Ja, schon irgendwie, ja. Ja, hast ja recht. Ja, dann halt Minecraft, ne? Nein, du kannst auch gerne andere Tutorials bringen. Ich bin dann interessiert. Also ich hab halt, sag ich mal, durch eigene Entwicklung bin ich durchaus auf Probleme gestoßen, dass es zu manchen Themen gar keine bis wenig Tutorials gibt. Die habe ich aber durch diesen Fakt selber noch nicht so tief drin, dass ich da jetzt wirklich ein komplettes Tutorial machen könnte. Und deswegen bin ich da gerade noch ein bisschen vorsichtig.